walked into the room dripping in gold. So Leute, ganz kurzes Intro zum Video. Ihr dürft euch nicht wundern, warum ich jetzt hier am Anfang tatsächlich in Hochkant filme. Ich hatte den Jungs für den Morgen meine GoPro mitgegeben. Das heißt, Chris hatte die von 8 Uhr bis 13 Uhr auf der Gamescom bei sich. Und ich konnte den Videolog nicht wie gewohnt aufnehmen mit der GoPro. Das heißt, ich habe die Frontkamera meines Handys genutzt, weil die rückwärtige Kamera hat einige Pixelfehler. Und aus dem Grund nicht wundern, dass alles hochkant ist, dass alles ziemlich verwackelt ist. Ich gelobe Besserung. Ich gucke, dass ich die GoPro für alle meine Videologs verwenden kann. Ist ja schließlich meine. Und aus dem Grund, also nicht wundern. Nicht wundern. Ich mache es besser. Viel Spaß beim Videolog. Servus Leute, Alomo hier und wir sind gerade vor der Messe angekommen. So. Es ist so gut wie nichts los. Wir sollten ziemlich schnell reinkommen, uns drin mit Chris, Alex und Kevin treffen können. Und dann melde ich mich wieder bei euch. Haut rein! So, wir sind drin. Gerade eben reingekommen. Wir haben kurz nach 13 Uhr. Und es ist gar nicht so viel los. Es hält sich echt in Grenzen. Wir machen uns direkt auf den Weg zu Alex, Chris und Kevin, die am Pressezentrum wohl auf uns warten. Und ja, danach geht's zocken los. Destiny ist übrigens wohl doch da. Also ich habe mir sagen lassen, dass es doch einen Stand von Bungie gibt. Ob man das spielen kann, kann ich nicht sagen. Aber ich werde euch darüber informieren. Hier haben wir schon den ersten Promi, mitten auf der Kreuzung. Der Commander. Der Commander-Krieger steht hier. So, leider habe ich meine GoPro gar nicht da. Die haben die Jungs mit bei sich. Ich glaube auch nicht, dass wir den jetzt irgendwie um ein Foto bitten können, weil wer seine Videos regelmäßig verfolgt, der weiß, dass er heute eher ausgebucht ist. Aber vielleicht ergibt sich ja doch noch was. Mal schauen. Destiny. So Leute, ich habe meine GoPro wieder, nachdem wir jetzt Chris und Kevin und Alex gerade am Pressezentrum getroffen haben. Ein neues Spiel. Wir gehen jetzt mal Richtung COD-Stand. Dann werden wir schauen, was wir da so spielen. COD. Und ich werde euch auf jeden Fall alles berichten, wie ich Advanced Warfare so fand. Und ja, bleibt einfach dran. Am FSK 18 PlayStation Stand, wo man so Sachen wie das neue Infamous anzocken kann oder zumindest das DLC fürs aktuelle Infamous. Last of Us DLC war dabei und ihr seht vielleicht schon mal einen kleinen Einblick hier. Man kann tatsächlich durchschauen durch diesen Foren oder was auch immer das sein soll. Und hier sehe ich zum Beispiel Destiny, wenn ich es richtig sehe. Ja, das müsste Destiny sein. Wobei, ja, vielleicht auch nicht. Und ja, wir sind gleich drin und spielen mal an, was es hier zum Anspielen gibt. Alles auf der PlayStation 4. Oh, das wird lustig. Ich bin die linke Hand, du bist die rechte Hand. Hey, weg da. Ah, umgekehrt. So. Achtung, weg mit der Hand. Oh, ups. PlayStation-Stand in den nächsten PlayStation-Stand und zwar zu
Destiny. Ah, ich freue mich so riesig, das Spiel wieder spielen zu dürfen. So, ich gebe euch mal ganz kurz einen Rundumblick, so mitten auf dem PlayStation-Stand raus. So, wir haben da alles gesehen, was es sehen gibt. Und ja, wir stehen jetzt, denke ich mal, hier so 20 Minuten an. Ich denke, die nächsten Tage werden es durchaus mehr. Von daher kann man die 20 Minuten noch mal vertreten. Wir hören uns danach. So, ich sitze jetzt gerade bei Destiny im Stand und kriege jetzt erklärt, wie es funktioniert. Ich weiß es allerdings natürlich schon. Von daher höre ich mir das jetzt einfach mal schnell an, aber interessieren tut es mich nicht wirklich. Was kein Headset, doch Headset. Headset. So, da bin ich wieder, komme gerade frisch aus. Destiny, genau. Eine Runde PvP, 12-2, 6 Tage KD-Quote. Allerdings haben wir wohl gegen Leute gespielt, die das Spiel vorher noch nie angefasst haben. Und naja, da ist es nicht verwunderlich. Es gab T-Shirt von Destiny. Mal gucken, schaue ich mir später mal an, wie es ausschaut. Wir sind jetzt auf dem Weg zu COD. Und da bin ich jetzt natürlich besonders gespannt drauf, wie es dort läuft, werde ich euch berichten, ganz ausführlich berichten. Und ja, bis dahin, bleibt dran. So Leute, ich komme gerade aus Advanced Warfare. Ich werde jetzt aber nicht viel drüber berichten, sondern einfach nur ganz kurz. Es war extrem schnell das Spiel. Einige Pro-Player, ihr seht hier zum Beispiel Team Caliber, die Jungs, die ich auch gestern getroffen habe, die sitzen fast dauerhaft im Stand und zocken da eine Runde nach der anderen. Wenn man das Glück hat, spielt man sogar gegen die Jungs. Oder soll ich sagen, eher Pech. Gewinnen kann man da kaum. Und ja, wir sind jetzt bei The Division. Und ich denke, nachdem wir uns das angeschaut haben, gehen wir mal ein bisschen raus, ein bisschen in den ruhigeren Bereich. Und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr über Advanced Warfare. And all of the materials, the heavy wood and the iron bracketing. Von all den Materialien, das schwere Holz und das Metall. And all of the sharp, aggressive shapes and the cold ice and snow. Die sehr aggressiven Formen und das Metall. They all point back to that original. Ich zeige euch auch noch mal ganz kurz die drei einzelnen Spiele.
Wir haben einmal hier Ritterkampf mit den Move-Controllern. So, dann haben wir in der Mitte, man sieht es leider gerade gar nicht, ein Longboard-Rennen, also wo einer drauf liegt und einen Berg runterfahrt, also Downhill quasi. Und ganz rechts, seht ihr leider auch nicht, ist ein Hai oder ein virtueller Hai, der die Leute in einem Käfig unter Wasser angreift und ihr müsst euch mit einer Waffe verteidigen. Nachdem wir das durch haben, ich guck mal, dass ich auf jeden Fall Filmaufnahmen davon bekomme. Sobald wir das durch haben, werden wir noch bei COD vorbeigehen und machen uns dann langsam auf den Weg zurück zu unserer Unterkunft. Wir haben jetzt kurz nach 6, um 7 macht die Gamescom zu für heute. Und dann schneide ich dieses Video, das ihr gerade seht. Und ja, mal gucken, was die anderen so zu berichten haben. Hier haben wir sicherlich auch vieles erlebt heute. Von denen werde ich sicherlich auch die eine oder andere Stimme einfangen. Gutschein bekommen, 25% auf WWE SummerSlam. Wen es interessiert, ihr habt da den Gutscheincode. Mir ist es relativ schnuppe. So, wir sind noch mal in der großen Halle und zocken noch mal eine Runde Call of Duty, wenn die Schlange noch offen ist. Wir hoffen es auf jeden Fall. Danach gebe ich euch ein Update, was Call of Duty angeht, also was mein Eindruck von Call of Duty ist vom Multiplayer. Und dann geht's zurück zu uns in die Unterkunft. So, Call of Duty hat leider nicht mehr geklappt, ist bereits zu, aber stattdessen stehen wir jetzt an einer relativ kurzen Schlange bei Assassin's Creed. Und gucken uns das einfach mal an. So, wir verlassen das Gamescom-Gelände für heute. Wir sind durch. Assassin's Creed war typisch Assassin's Creed. Lief auf der Xbox 360, zumindest laut Controller. Also nichts Next Gen. Bisschen schade auf einer Messe meiner Meinung nach. Aber gut, Ubisoft wird schon wissen, was sie da gemacht haben. Und wir sehen uns dann, sobald wir angekommen sind. So Leute, wir sind mittlerweile natürlich bei uns in der Unterkunft angekommen. Die meisten von uns sind ziemlich müde. Ich auch. War ein anstrengender Tag, auch wenn es tatsächlich nur ein halber Tag war. Das heißt, die nächsten Tage werden noch anstrengender. Wir haben mittlerweile, ich habe keine Uhr an, lasst mich lügen, 11:30. Ich will euch eigentlich nur kurz jetzt ein bisschen mehr über Advanced Warfare erzählen, wie ich es im Vlog vorhin versprochen hatte. Advanced Warfare ist, also so wie man es im Multiplayer-Trailer schon gesehen hat, eine Mischung aus Black Ops 2 vom Map-Design her, bisschen Ghost und ganz viel Titanfall. Und es ist extrem schnell, das Spiel. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell das ist. Ich zum Beispiel habe meine Controller-Einstellung bei der PlayZ auf 10. Was schon wirklich ziemlich schnell ist. Und mir war es, obwohl es dort irgendwie auf 4 oder 5 stand, fast zu schnell. Ihr müsst euch so vorstellen, man hat ja jetzt nicht nur die Steuerung am Boden, die man beherrschen muss. Das heißt, ihr lauft mit dem linken Stick in eine Richtung und guckt mit dem rechten Stick in eine Richtung. Sondern wenn ihr in der Luft seid, das heißt, euren Sprung gemacht habt, dann könnt ihr dort noch die Richtung ändern. Das heißt, ihr springt mit X, drückt euren Stick nach links und wenn ihr den in dem Moment noch nach unten drückt, also quasi L3 betätigt, in dem Moment gebt ihr nochmal einen Boost, der die Richtung nochmal beschleunigt. Das heißt, ihr könnt quasi nach links springen, nach rechts boosten und das Ganze, also die ersten paar Sekunden im Spiel waren einfach zu überwältigend. Also das war einfach zu schnell. Die Runde an für sich war gut. Ich weiß nicht, es waren extrem viele Profispieler im eigentlichen Stand. Also die Leute oder die Jungs von Team Caliber saßen drin. Killerfish, das deutsche Team, kennt er sicherlich.
Ich blende jetzt hier einfach eine kurze Szene ein, wo ihr die auch sitzen seht, die einzelnen Teams. Also die haben alle da drin gezockt. Auch Team Envious war dann, gerade als wir rausgegangen sind, am Reingehen. Das heißt, die zocken unter dem normalen Publikum ihre Runden. Und bei uns im Team, oder wir haben tatsächlich nicht gegen die gespielt, aber die Chance hätte tatsächlich bestanden. Das heißt, wir haben gegen ganz normale Gegner gespielt. Tatsächlich habe ich zum Beispiel gegen Milena gespielt, obwohl wir direkt nebeneinander saßen. Wie die Platzaufteilung da ist, kann ich euch gar nicht sagen. Auf jeden Fall eine sehr geile Runde Team Deathmatch. Also gefühlt, also nach circa einer Minute einfühlen im Spiel, war eigentlich schon so weit, dass man okay die Funktionen oder die neuen Optionen auch gut nutzen konnte. Ich habe mir zwar noch regelmäßig den Kopf angeschlagen, im Spiel, weil man einfach durch diesen Boost-Jump zu hoch springt in geschlossenen Räumen, weil wenn man Jump-Shotter ist, dann fällt es einem echt schwer, dann nicht zu Boost-Jumpen. Und das muss man tatsächlich erstmal reinkriegen. Und wenn man dann nicht raus hat, dass man tatsächlich, wenn man den linken Stick reindrückt, nochmal einen Boost in Richtung gibt, dann kann es auch vorkommen, dass man mal von der Map runterfällt. Das ist mir zum Beispiel passiert, als ich tatsächlich am Rande der Map noch ein Stückchen nach rechts springen wollte, drücke ich diesen Boost und saus von der Map runter. Auch extrem ärgerlich, diese Situation. Aber nach ein paar Minuten ging es dann wirklich. Wir haben tatsächlich heute nur zwei Runden gespielt. Eine Runde Team Deathmatch, muss ich nicht erklären, kennt ihr alle. Eine Runde Uplink. Uplink ist tatsächlich so, man kann sich es wie Basketball vorstellen. Es gibt zwei Teams, logisch. Es gibt einen neutralen Punkt, an dem ein Ball liegt. Also tatsächlich eine Art Ball. Und der erste Spieler, der den erreicht, nimmt den auf, so wie Capture the Flag eigentlich. Und dann ist eure Aufgabe, diesen Ball zu einem Ziel zu bringen. Jedes Team hat ein eigenes Ziel, was das gegnerische Team halt verteidigen muss. Und dann versucht man dort quasi als Objective diesen Ball entweder in das Ziel zu werfen. Also ihr müsst euch das Ziel wie einen Basketballkorb vorstellen, bloß ist halt eine riesige Kugel oder so ein Gitternetz, was ihr da vor euch habt. Wenn ihr den Ball reinwerft, kriegt ihr einen Punkt. Wenn ihr den Ball am Körper habt und reinspringt, gibt es zwei Punkte für euer Team. Uplink lief ein bisschen weniger gut bei mir, weil ich eher so Objective gespielt hatte und so die Tricks und Kniffe noch nicht raus hatte. Ich bin zum Beispiel am Anfang damit überfordert gewesen, dass wenn ich den Ball in der Hand habe, und das hat man als Objective-Player nun mal, dass man in der Sekunde nichts tun kann. Man ist wirklich ungeschützt, man kann sich nicht wehren, man muss den Ball wegwerfen, wenn man einen Gegner sieht, und der holt einen halt mit drei Kugeln weg. Und bis ich den Ball weggeworfen habe und meine Waffe wieder an habe, bin ich schon tot. Von daher, da muss man, tatsächlich verliert man jeden Zweikampf in der Situation. Ich weiß nicht, ob ein Nahkampf in dem Moment vielleicht gewonnen wird, wenn man den Ball in der Hand hat, aber ein Zweikampf ohne Waffe, könnt ihr euch vorstellen, habt ihr einfach keine Chance. Das heißt, ihr braucht entweder jemand, der mit euch läuft, euch verteidigt, oder ihr müsst extrem sneaky spielen, das heißt, die Gegner dürfen euch nicht bemerken, was aber schwierig ist, denn es wird wie in Capture the Flag angezeigt, wo ihr seid. Oder ihr müsst einfach vorausschauen spielen, oder wie in einem Basketballspiel, den Ball hin und her werfen. Ich stelle mir gerade die wildesten Sachen vor. Wir haben, wie gesagt, nur eine Runde gespielt, aber ich glaube, wenn man ein richtig geiles Team hat, was auch wirklich aufs Objective spielt und gut untereinander kommunizieren kann, dann ist Uplink ein richtig geiler Modus. Ansonsten der Gesamteindruck von Advanced Warfare ist einfach positiv. Es ist ein schnelles Spiel, aber das kommt allen, die gut sind in COD, einfach wirklich zugute. Die haben mehr Möglichkeiten, also zum Beispiel Jumpshotter, die können jetzt höher springen. Okay, herzlichen Glückwunsch, damit muss man auch erst zurechtkommen. Für Dropshotter hatte ich jetzt noch nichts gesehen, aber zum Beispiel ein Dropshotter kann durch dieses Ausweichen, durch dieses Links-Rechts-Boosten in der Sekunde, kann er natürlich auch easy eine Art Dropshot vollführen, weil er ist sofort aus der Schusslinie des Gegners dadurch. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Tage. Wir sind morgen ab 10 Uhr auf der Gamescom.
und werden gucken, dass wir dann auf jeden Fall mehrere Runden Advanced Warfare zocken. Das heißt, so ein Gefühl fürs Spiel bekommen, die Maps besser kennenlernen, verschiedene Waffen ausprobieren und da setze ich auf jeden Fall ein großes Ziel jetzt in den nächsten beiden Tagen, weil Donnerstag, Freitag sind auf jeden Fall die Tage, wo noch weniger los ist. Ich denke, Samstag, Sonntag ist es fast unmöglich, regelmäßige Runden zu spielen. Da werde ich mich vielleicht auf andere Sachen wieder konzentrieren. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf jede Runde Advanced Warfare. Ich freue mich auf das Release vom Game. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Und in diesem Sinne, bleibt dran, haut rein. Euer Alomo. Tschüss.